Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Modpack brandaktuell. Jo. Also hier, wie ihr seht, live brandaktuell. Ja, gut. So, ihr seht alles, was hier. Gut. Wie ihr seht, Erik hat hier Zeug hingestellt. Ey, wenn er meine Lok abgebaut hat, werde ich ihn bannen lassen. Wie es aussieht, hat er die Verbindungsschienen getrennt. Ich werde allerdings gleich schauen müssen, wo. Also ich sehe das hier, by the way, auch alles zum ersten Mal. Also nur so als Info. Deswegen, ich bin brandaktuell wieder auf den Server gekommen gerade und dann sehe ich sowas. Deswegen nicht wundern, wenn ich gerade vielleicht ein bisschen sprachlos bin. Ihr seht gerade selber hier. Jo, ich durfte das. Ja, wenn das nicht meine Lok ist, durftest du das. Falls meine Lok ist, nennt sich das Griefing. Und das ist meine Lok. Gut, da werde ich, werde mal kurz fragen, ob Marcel in der Aufnahme sein möchte. Wenn nicht, mache ich kurz einen Cut und bin gleich wieder da. Wenn nicht, hört ihr gleich mit mir, wie wir über das Thema reden. Marcel? Ja, Baby? Ich habe gedacht, ich nehme jetzt noch eine Runde auf, bis solange Tristan noch nicht da ist. Ja. Mit in der Aufnahme, ja, nein, vielleicht. Nee. Okay, dann muss ich das Thema mit dir jetzt klären vorher. Ja, okay. Was gibt es denn? Ja gut, Erik hat mir hier eine Schilderwand hingestellt. Erik hat dir eine Schilderwand hingestellt. Und meine Lok abgebaut. Die Lok hängt hier im Bilderrahmen und ist allerdings, würde ich das Griefing nennen. Jetzt möchte ich nur mal schauen, weil er hat... Ah, okay, er hat meinen kompletten Bahnhof abgerissen. Also die kompletten Schienen auf meinem Bahnhof sind weg. Er hat das abgebaut, was er mit seinen Ressourcen gebaut hat, ja. Der Bahnhof waren geteilte Ressourcen. Dann soll er dir die halben Ressourcen zurückgeben. Nein, er hat die Ressourcen dagelassen, aber er hat meinen Bahnhof abgebaut. Und wo ist das Problem? Wo das Problem liegt. Alles klar. Gut, das war's mit dem Modpack dann, würde ich sagen. Du, ich sag nur, dass er dir die Ressourcen dahin gelegt hat und er hat seine Sachen abgerissen, wo er die Ressourcen reingesteckt hat. Mhm, okay, alles klar. Sehe ich nicht so, aber okay. Mehr weiß ich auch nicht. Das hatte er zu mir zumindest gesagt, dass er das seine Sachen... Allerdings hat er in meinem Gebiet abgerissen. Was nicht okay ist. Naja, wenn er seine Ressourcen da reingesteckt hat. Ja, ist aber nicht mein Problem, sondern sein Problem, würdest du dann sagen. Ich verlange, dass der Server resettet wird. Sodass ich. Er kann die ganze Strecke abreißen bis zu dem vorm Bahnhof, ist mir scheißegal. Reset wäre eine neue Map. Ja, dann mach ein Map-Reset, ganz ehrlich. Sehe ich nicht ein, dass sowas passiert und sowas geduldet wird. Du kannst gerne auf den Server kommen, es dir angucken. Ich hab nicht mal mehr das Modpack. Ich bin auf einem ganz neuen Windows, Julian. Jo, dann schicke ich dir die Mods. Du kannst gerne... Ist ja nicht so, dass ich nicht auch Zeit reingesteckt habe, um die Schienen zu blazen und so, ne? Also du, Julian, ich habe lange nicht mehr auf dem Server gespielt. Er hat mir gesagt, dass er nur die Sachen abgerissen hat, wo er halt seine Ressourcen reingesteckt hat oder die in seinem Gebiet waren. So, weil er seine Ressourcen wieder haben wollte. Das ist nun mal eine Lüge. Das ist einfach eine glatte Lüge. Ich kann nicht sagen, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht. Du kannst auf den Server kommen und es dir anschauen. Mein Bahnhof ist weg. Ja, aber ich kann nicht sehen oder wissen, okay, du hast in deinem Bahnhof jetzt 75% Ressourcen und er 25% Ressourcen. Ja, das spielt keine Rolle. Es ist in meinem Gebiet, Marcel. Das heißt, ich darf in seinem Gebiet auch abbauen, was von meinen Ressourcen gebaut wurde. Heißt es das im Umkehrschluss oder was?
Das ist ein Witz, oder? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt absolut ein Witz. Also, es ist der größte Witz, den ich je gesehen habe. Ist ja nicht so, dass ich auch Zeit in die Strecke investiert habe. Die von zu ihm nach mir geht und so. Das sagt ja auch keiner. Das sagt überhaupt gar keiner. Nur, ja, aber er sagte, dass. Ja, aber der Bahnhof habe ich mitgeplant. Er kann nicht den Bahnhof abreißen, wenn ich ihn mitgeplant habe. Das kann er nicht machen. Ich weiß, ich hätte nichts gesagt bei der ganzen Strecke, die bis zu ihm geht, wo wirklich alles fehlt an Schienen. Was ja fein wäre, weil ich die Rail-Segments theoretisch herstellen könnte und das wieder hinbauen könnte, hätte ich ja nichts Problem mit. Ich habe das Problem, dass in meinem Gebiet mein Zeug abgebaut worden ist. Wo steht denn dein Bahnhof genau? Mein Bahnhof steht in meinem Gebiet. In deinem Gebiet? Ja, in meinem Gebiet. Dann, also wenn dein Bahnhof in deinem Gebiet steht, ja, das du geclaimed hast, ja, tut er, dann würde ich persönlich das als Briefing ja, genau beurteilen. Das ist mein Problem. Ich kann dir gerne ein Screenshot machen. Ja, dann würde ich es als Briefing du weißt schon. Ja, das ist ja mein Problem. Wenn er vor dem, genau vor dem Bahnhof, vor dem Plainsbiom aufgehört hätte, hätte ich nichts gesagt. Nichts. Selbst wenn er das Crossing zu dir abgebaut hat, was by the way mit meinen Ressourcen gebaut wurde und nicht mit seinen, was weg ist. Dann ist es Griefing. Dann hat er tatsächlich Griefing gedingst. Hast du Discord offen? Ja, du, Discord habe ich immer offen. Okay, da dann ich call dir jetzt mal. Ich bin noch in der Aufnahme, also nicht wundern, aber das geht ist gerade ein Stück zu weit. Ja, also das ist wirklich nicht. Also ich sehe es ja ein, dass er bis zu meinem Gebiet, selbst das Crossing von dir hätte ich noch irgendwie wieder hätte ich akzeptiert, aber nicht meinen Bahnhof. Das sehe ich nicht ein. Ja, klar. Nee, also selbst wenn es mit seinen Ressourcen gebaut ist, ich kann ja auch nicht hergehen, sagen, weil er hat von mir, keine Ahnung, das und das bekommen, kann ich ja nicht anfangen, bei ihm alles abzubauen. Ja. Nee, also das ist dann definitiv zu viel. Da hat er definitiv. Gib mir eine Sekunde. Jupp. Ich muss meine Anruf Rüstung beitreten. Wieder, Rüstung wieder anziehen. So, stumm. Ja, schalte dich bitte nochmal stumm, weil sonst höre ich dich doppelt. Achso, sorry. Auf Discord, ne? Ja, genau. Auf Discord, bitte. Stumm schalten. So. Genau. So, was auch noch kurz was essen. Like, das ist Eriks Gebiet. Da interessiert mich alles nicht, ja? Ja, so. Genau. Hier sind die Schienen ja noch alle da. So, und dann geht's bis hier hin. Geht hier noch alles wunderschön weiter, die Schienen. Und dann hört's nach dieser fetten Kurve hört's auf. Wo ich fein wäre mit, ja? Wäre ich fein. Also hier lagen überall Schienen. Ich weiß nicht, du hast vielleicht ein Video von mir gesehen, aber da lagen überall Schienen. Ich fliege da jetzt nur lang. Und das sind jetzt seine Schienen gewesen. Das sind seine Schienen. Da habe ich auch kein Problem mit, dass er sie abgebaut hat. Weil er hat ja nicht wieder angefangen, das wieder alles aufzuterraformen. Dann müsste ich die Schienen halt neu legen, ja? Sehe ich genau. Ist ja alles okay. So, also das komplette Gebiet, alles hier ist noch fein. Bin ich komplett fein mit. Ja. Also das ist ja die Verbindungsstrecke. Ja. So, und dann war, du wirst gleich sehen, wir kommen irgendwann gleich so eine fette Kurve. Und ab da war eigentlich abgemacht, dass ich bis von da an bis Norden mir der Teil zum Bauen überlassen wird. Weil hier, guck ab hier sozusagen. Also wenn er die Kurve noch weggemacht hat, wäre auch fein. So. Ich wäre sogar noch fein gewesen, weil er sagt, es sind seine Materialien gewesen. Wenn er jetzt alles bis zu meinem Bahnhof gemacht hat, du wirst gleich sehen, was ich meine. Ja. Selbst wenn er das hier alles noch weggemacht hätte, wäre ich fein gewesen. Ja. Also, all das hier. Obwohl das, ab der braunen Kurve wäre, habe ich wohl gemerkt, mitgebaut. Also stark mitgebaut.
Mit seinen Ressourcen oder mit deinen Ressourcen? Du wirst gleich ab mit dem Gebiet, wo ich sag, wo es meine mitverwendet habe. Also Okay. hier alles noch Eriks Ressourcen, deswegen wäre ich ja fein damit, weil er es hier noch abgebaut hat, ja? Aber mal ganz im Ernst, das kann doch nicht wirklich sein, dass der Typ sich ernsthaft die Zeit genommen hat Doch, hat er. und Jetzt alles abgerissen hat. pass auf, alles ab dieser Kurve, weil hier war dieser Verbindungspunkt, der Finale, wo er von Süden sozusagen gebaut hat und ich von Norden her kam. Hallo? Ja, Hallo? Marcel, Ich hallo? hatte gerade einen kurzen Lag. Okay, Okay, nee, also alles ab gut. dieser Kurve Ich habe dich sozusagen. nicht mehr gehört gehabt und Discord war stehen geblieben und ich war so, was ist jetzt los? Siehst du wieder was? Ja, ich sehe wieder was. Ja, Also, ja. warte, ich muss kurz das Boss-Skelett töten, das nervt mich. Ab dieser Kurve, das war sozusagen der Punkt, wo wir connected sind, final. Ja, Wobei ja, ich ja, ja. bis unten die Brücken und so gesagt habe, ich baue die. Ja. Also bis hierhin wäre, also ich selbst hier danach, also hier, by the way, habe ich alle mit Pixeln wohlgemerkt, also jede Schiene einzeln. Jede Schiene einzeln genommen und platziert, 10er straight, weil er hätte dann eine 300 oder so platziert. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht. Weil mir ja gesagt hat, wir nehmen 10er straight, dass der Server Okay, nicht so und waren lag. das seine Ressourcen? Das waren zwar seine Ressourcen, aber ich habe alle platziert. Und das hat mich bestimmt 6 Stunden gebraucht. Weil du jede einzelne. Warte, ich kann dir mal. Ja. Also selbst damit wäre ich noch fein. Ich nehme jetzt hier mal eine Blueprint, die ist fixed, ne? Wenn du siehst, die fixte, die kannst du hier nicht ranplatzieren. Siehst du das? Ja. Und das musst du jedes Mal mit Pixeln platzieren. Das heißt, aber selbst hier, Ja. okay, dann sind es seine Ressourcen. Meine Zeit verschwendet, okay? Sehe ich ja noch ein. Aber ab hier habe ich zum Beispiel, hier habe ich schon angefangen. Hier, ab hier siehst du, ist schon auf Terraform von mir. Ja. Und da hat er auch alles abgerissen. Wo ich auch noch fein wäre mit. Also das komplette Gebiet hier wäre Ja. ich noch fein. Aber jetzt kommt es an den Punkt, wo ich sage, ab da wurden meine Ressourcen mitverwendet. Okay, hier hat das Crossing hat er Ja. netterweise stehen gelassen, weil ich die nachträglich eingebaut habe. Die ganze Kurve hier, das komplette Crossing war fertig. Du siehst, dass sind noch Teile von Schienen da. Aber nur Teile. Ja, Das komplette ja. Crossing wurde von meinem Material gebaut. Und das ist Okay. der Verbindungspunkt. Der komplette Brücke Ja, dann hier, ist mein das. Material. Das hier, mein Biom. Das hier ist mein Mesa-Biom. Dann. Direkt vor meinem Gebiet. Jetzt pass auf, siehst du meine Riesenfläche hier? Ja. Alles weg. Das ist mein Gebiet. Das ist komplett mein Gebiet. Und hier die Kurven oben waren auch von meinen Materialien hier, die an den Bahnhof gingen. Okay. War so nett und hat das stehen gelassen, weil das auch meine Materialien sind. Aber hallo? Like selbst wenn. Ja. Also beim Bahnhof waren teilweise seine Materialien, aber die hat er mir geschenkt. Er kann nicht geschenktes zurückverlangen. Es Das geht geht nicht. tatsächlich nicht, nee. Und das Nee, hat er nee. hier gemacht. Er hat den kompletten Bahnhof abgerissen. Und das ist mein größtes Problem. Like, wenn er hier, selbst wenn er das Crossing noch abgebaut hätte und dann hier vorm Bahnhof aufgehört hätte, wäre ich fein gewesen. Aber ganz ehrlich, sehe ich nicht ein. Ja, das ist zu viel. Ja, klar. Also das Nee, ist also, definitiv, also das hier, als wenn er hier aufgehört hätte mit Abreißen und es dann geclaimed hätte als seine Materialien, okay, sehe ich ein. Dann hat er vielleicht ein bisschen was von mir mit weggerissen, hat dafür bei mir noch was gelassen, ja. Aber so nicht. Und warte, ja, hier. das ist zu viel. Warte, hier. Autsch, ups. Hier ist der. Ich Also durfte das das. ist. Frag Marcel. Warte. Da Es steht ist es. alles gepixelt. Es ist alles gepixelt. So, jetzt bleib stehen bleiben, sonst kann ich nicht lesen. Es ist sonst Ja, alles ich mach gepixelt. F1. Ich mach F1. Moin, moin, mein Judister, wie Ihnen schon aufgefallen ist, sollte ich die Connection von dir zu mir weg. Also alles, wo meine Ressourcen drin stecken. Falls du das Bedürfnis hast, diese wieder aufzubauen, kannst du das gerne machen, aber nur bis zur Holzkurve. Und dann rechts, die Schilder rechts. Du weißt, dass das der Punkt war, ab dem die Strecke zu Habe dir ich dir ja gehörte. erklärt. Weiter darfst du, genau, weiter darfst du Wobei nicht. wir ja schon besprochen hatten, ich darf alternativ zum Spawn fahren. Und wenn ich da halt durch Genau. sein Gebiet muss, muss ich. So. Genau. Weiter darfst du nicht bauen, da dann mein Gebiet beginnt, welches du nicht mehr betreten darfst. Genau. Genau. Also, wer hat traut, dass du mir nicht mehr auf Ja, weil WhatsApp ich ihn oder TS oder blockiert habe, etc. aus antwortest? gewissen Man hätte Gründen. ja auch alles normal klären können, aber das wolltest du anscheinend nicht.
Okay. Das ist übrigens meine Lok, die im Lokschuppen stand. Dass du wegen der Lok 2 oder 3 Jahre Freundschaft wegschmeißt, aber yo, have fun, alleine auf dem Server, damit peace out. Wenn du mich noch irgendwo kontaktieren willst, dann im TS, da hänge ich dreimal die 4 Woche. Dreimal 4, okay. Ist ja schön, dass du mit den Ressourcen hier. Aber by the way, das reicht bei weitem nicht. Aber egal. Ja, das sind Trail-Sequenzen, die du gerne zum Wiederaufbau verwenden darfst. Und nein, ich sage das dann nicht. Das ist meine Bahn und reise dann wieder alles ab. Okay. Genau. Also, ich habe ihm gesagt gehabt, deswegen die Schilder, dass er seine Sachen, also die, wo er Ressourcen reingesteckt hat, er das abreißen darf. Das habe ich gesagt. Das habe ich auch im Discord, kann ich dir gerne einmal schicken. Ja. Ich habe aber nicht gesagt oder nicht erlaubt, dass er Sachen mein einfach Gebiet. So abreißt, wo in meinem Gebiet liegen. Ihr beide Ressourcen drin habt. Ja, und vor allem die in meinem Gebiet liegen. Like, wie gesagt, ich kann ja auch nicht hergehen. Ich habe dir, keine Ahnung, ein Stack Stonebricks gegeben und nachher fange dann an, bei dir Stonebricks am Gebäude abzubauen, weißt du? Ja, klar. Das geht halt nicht. Also das ist... Und das würde also ich... Das sorry, ist das ist Griefing. Also wenn das nicht ja, Griefing das, ist, dann... Sorry. Ja, ja. Also wie gesagt, das sehe ich genauso. Das ist einfach zu viel des Guten. Ganz ehrlich, das ist zu viel des Guten. Das kann man auch nicht abstreiten, das ist wirklich zu viel des Guten, like, wie was gesagt, er gemacht ich hätte hat. Mir alles gefallen lassen bis zum Bahnhof. Ich hätte mir das komplette, ja. sogar von der Kurve aus, hätte ich es mir gefallen ja. lassen. Also wenn er das mit abgerissen von der Kurve hätte bis zu mir, obwohl ich wirklich viel Zeit investiert habe damit, hätte ich mir noch gefallen lassen, aber mein Gebiet geht mir weitaus zu weit. Also das ist, kann nicht sein. Ja. Deswegen würde ich ganz gerne einen Bann beantragen und Wiederherstellung des Servers vor der Aktion. Da ich heute noch nichts gemacht habe. Ja, da muss ich mit Nils drüber sprechen, wie wir das machen können. Ich weiß aber nicht, wie lange das dauern kann. Das ist mir egal, wie lange es dauert. Aber selbst wenn wir die Map herstellen, müsstest du hingehen und alles manuell abreißen, was seine Ressourcen sind. Ja, du sollst das selber machen. Nee, du wenn musst wir ihn machen. Bannen. Ja. Nein, ich werde es auch nicht machen. Gut, dann musst du mir ich halt. Ich werde es auch nicht machen. Ja, okay, gut. Dann muss ich es halt abreißen und wieder hinbauen. Das kann ich dir gern dann per Video bestätigen, dass ich es gemacht habe. Dann reiße ich jede einzelne Schiene einmal ab und baue sie wieder hin. Das ist und dann ja mit deinen Ressourcen und nicht mit seinen Ressourcen. Halt, stopp. Ich möchte das hier erwähnen, da hinten die Kiste. Es geht einfach nur um seine Ressourcen und nicht um deine Ressourcen. Ja, ja, das, nein, was es ihr ging, gemeinsam es gemacht ging, habt, das nein, ist ja scheißegal. Es ging ihm nicht um die Ressourcen. Lest das hier, Marcel. Ja. Lese es. Es ging basically ja. ihm darum, mich zu zerstören. Nicht um die Ressourcen, weil die Ressourcen gibt er mir ja wieder. Also das Ding ist, selbst wenn wir ihn bannen, sein Gebiet darfst du nicht mehr betreten. Das ist von außer ihm so... Außer um an Spawn zu kommen. Was außer um an Spawn zu kommen, genau. Ja. Das ist korrekt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Julian... Ich merke immer mehr, dass wir vielleicht von Anfang an gleich weit, also mehrere Regeln hätten aufstellen sollen, die all diese scheiße Regeln, wo sorry, wir alle mit einverstanden sind. Ganz ehrlich, sind. Was? Ich soll euch die Originalaufnahme nochmal schicken, Marcel, wo er basically mich wegen meinem Zug, den ich gecraftet habe, der er hier aufgehängt hat, soll ich dir die Originalaufnahme schicken? Ich habe die nämlich aufbewahrt. Wofür es keinen Grund gab, keinen, so auszurasten. Keinen. Basically keinen. Und er hat mir übrigens, er hat mir den falschen Tender wiedergegeben. Er hat mich basically bestohlen, Erik. Hat mich basically bestohlen, weil das hier der falsche Tender ist. Das ist der Tender, den er gesagt hat, ich soll ihn machen. Und ich habe gesagt, ich mache den Tender, den ich möchte. Das ist der falsche Tender. Okay.
Das ist basically griefing. Oder Diebstahl oder whatever du es nennen möchtest. Ich habe basically meine Lok nicht mal mehr. Ja. Ich werde da mal mit Nils drüber schreiben, ob wir da die Map wiederherstellen können, weil eigentlich macht das Server nachts immer ein Backup, wofür er ja auch runterfährt. Ja. Aber du müsstest dann, wie gesagt... Ja, wie gesagt, ich mache das so, wie ich es gesagt habe. Ich reiß einmal ab und boss wieder hin. Mach genau, gerne eine Aufnahme dafür. Alle seine Sachen, also wo er ganz allein seine Ressourcen reingesteckt hat. Und mir geht es nicht ums Terraform, was du ja gemacht hast, gar keine Frage. Ja. Aber die Schienen, die ausschließlich mit seinen Items, die er gecraftet hat, gebaut wurden, die abreißen und neu platzieren. Ja. Durch sein Gebiet darfst du keine Schienen legen, außer nicht zum Spawn. Außer du musst zum Spawn kommen. Wobei da noch Schienen liegen. Also das. Und ganz du hast ja ehrlich, gesehen, in seinem Gebiet liegen ja die Schienen noch. Ja, muss ja in seinem Gebiet gar keine Schienen liegen. Die liegen und ja schon. Ganz im Ernst, das nächste Mal gibt es die Regel, dass der Spawn von keinem geclaimed werden darf und ich als Server-Owner da was baue und jeder hin kann. Scheißegal. Gut, Marcel, und der Spawn nicht geclaimed wird. Ich würde, wenn alle damit einverstanden sind, und ich mache das jetzt in Aufnahme, also ich hoffe, du bist fein damit. Ja, ja. Wenn du damit fein bist, gehen wir unsere Mods alle nochmal neu durch, resetten die Map und fangen von vorne an. Und mit den Mods, die wir möchten. Damit das könnte. Haben wir zum einen dass alle, übrigens hier hat er auch gewissermaßen gecreeft, weil er es mit Blut voll gemacht hat. Aber hey. Meinen kompletten Fortschritt, weil ich war jetzt halt wirklich gerade so weit zu bauen. Like, du siehst ja hier, ich habe Lokschuppen und sowas alles angefangen zu bauen jetzt. Ja. Ich würde meinen kompletten Fortschritt aufgeben, um der Community was gut, also uns allen was Gutes zu tun eigentlich. Ja. Mit Erik das Level abgeschlossen zu haben. Und dann können wir mit Mods anfangen, ohne dass wir EMC haben zum Beispiel. Ja. Das overpowered ist, ohne dass wir Mods haben, die Erik zum Beispiel drin hatte, weil wir brauchen die ja basically nicht mehr. Außer jemand will natürlich einen Mod davon, dann sollten wir darüber reden. Aber wir sollten, ich bin dafür, darüber zu diskutieren. Weil ich wäre bereit, die Map hier gehen zu lassen. Ja. Dafür. Weil, ganz ehrlich, ich habe sehr viel Zeit hier reingesteckt. Und ich sehe es eigentlich nicht ein, dass sowas dann durchgeht. Als, ganz ehrlich. Like, klar ruiniert er mir das Game dadurch auch, aber wenigstens habe ich dadurch mit euch die Chance, vielleicht wenigstens neu anzufangen. Ja. Weil ihr dann wenigstens wieder ein bisschen mitspielt. Weil alle dann vielleicht wieder Spaß am Server haben. Hast du wahrscheinlich auch recht mit, ja. Wobei Nils hat ja sowieso gesagt, er hat alles durchgespielt, aber Nils hat, glaube ich, auch immer, egal welches Modpack wir machen, nach 3 Tagen alles durchgespielt. Ja, Nils ist, Das ist also merkwürdig. Nils ist Hardcore. Der suchte das Game Pack halt 3 Tage durch und dann war's das. Irgendwie so. Ja, bei Nils ist es halt so, dass er halt die Mods auf dem Server bespielt, die wir halt, oder die halt für ihn interessant sind. Ja. Was ja auch totally fine ist. Und wenn er das halt abgeschlossen hat, dann ist es halt, ja, fertig für das ihn. Das Problem ist halt, ja, schon verstehe ich. Das Problem ist halt bei mir, mit Immersive habe ich halt einen Mod, den ich super interessant finde. Aber ich habe halt nur für das Terraforming. Ganz ehrlich, ich habe nur für das Terraforming irgendwie Monate gebraucht. Ja. Und das ist das Problem, weil der Mod halt, weil die Züge sind halt riesig. Was ja geil ist. Und wir haben einen riesigen Ringlokschuppen hier stehen, ja? Ja, ja, ja. Aber das Problem, also ich will den Mod auch weiterhin, ganz klare Sache.
Das Problem ist, wir müssen irgendwie nächste Map irgendwas, müssen irgendein Mod, ich muss mir irgendeinen Mod wünschen. Ich schmeiß Buildcraft raus dafür, weil ganz ehrlich, ich brauche Buildcraft für nix mehr. Für nix. Ich bin sogar tatsächlich am Überlegen, weil du ja sagtest, ob wir uns nicht ein, wenn wir die Map resetten, ob wir uns dann nicht einfach ja die Mods mit reinnehmen, die wir mögen, okay, ob wir nicht einfach diesen Mod-Grenze. Können wir in vier Augen Gespräch gehen, Marcel, bitte? Ja, ja. Erik, Julian und ich sind eben unten. Ich komme gleich wieder. Alles gut. Alles klar. Bis gleich. Dankeschön. So. Nee, aber dass wir die Mod-Grenze, die wir uns gesetzt haben, ich will jetzt nicht sagen aufheben, okay, jeder wenn nur jede, fünf Mods. Ja, wenn es einer soll, halt einen Mod mehr hat, hat er halt einen Mod mehr. So auf die Art. Das ist scheißegal. Wir sollten natürlich darauf achten, dass wir nicht zu viele Mods nehmen, weil sonst wird es auch irgendwann für den Server zu anstrengend. Ja, ja. Das ist ja das Problem zum Beispiel hier jetzt schon. Wir haben so viele Mods und ganz ehrlich, wir sollten eigentlich auch nur... Ich weiß, ihr wollt für jeden, wir wollen für jeden fünf Mods, aber wir sollten das echt nur so machen, dass jeder Mods kriegt, der aktiv auf dem Server spielt. Like, ganz ehrlich, Killy hat Mods drin. Naja, du, wenn wir das so machen, dann kriegen Anuk und ich gar keine Mods, weil... Nein, du kriegst... Ich weiß, dass ihr aktiv spielen werdet. Wenn ihr wieder neue Map es kommt drauf an. Ich weiß, was du meinst, ja. Aber ich bin dann dafür, dass zum Beispiel jemand wie Gordon jetzt einfach gerade mal keine Mods hat, sondern die Mods dann später hinzukommen müssen, wenn wirklich Mods dazu müssen. Weil, so könnte man es natürlich auch machen. Leute, die aktiv auf dem Teamspeak sind, so müssen wir es vielleicht sagen. Weil ganz ehrlich, was bringt es jetzt, Mods für Gordon mit reinzunehmen? Und Gordon haben wir jetzt wie lange nicht mehr gesehen? Ein paar Monate wahrscheinlich. Ja, schon. Und genauso bei Killy. Oder bei, ganz ehrlich, wir haben Mods drin, die von Dings sind, von Manu, von Eriks Kumpel. Ja, ja, klar. Was macht das für Sinn? Weil wir wollen die Mods vielleicht gar nicht, weißt du? Und dann haben wir da Mods drin, die wir eigentlich gar nicht wollen, nur damit sie drin sind, weil es ein Spieler, der mal mitgespielt hat, drin haben will. So, weißt du, sowas meine ich. Also wir sollten da die Regeln ein bisschen offener gestalten, ja. Ich bin auch dafür, dass jeder Mods haben sollte, aber ich bin halt dafür, dass wir das ein bisschen lockern einfach, so weißt du. Dass es nicht dann heißt, okay, der hat fünf Mods, mehr darf er nicht. Oder der hat erst einen Mod, ich übernehme die Mod-Münche. Das sowas ist halt. Das fand ich auch zum Beispiel bei Erik und Manu ganz wild immer. Wo dann also, Erik und Manu gesagt haben, ja, Erik hat alle Mod-Wünsche so. Und Erik hatte dann basically einfach fünf Free-Mod-Wünsche. Das darf zum Beispiel einfach gar nicht gehen. Weil sonst hätte ich basically, Marcel, ich könnte ja sagen, ich habe auch noch fünf Mod-Wünsche frei von meinem kleinen Bruder. So, weißt du, der Account gehört eigentlich mir, der Minecraft-Account. Ja, ja, klar. So, das ist halt, du kaufst dir einfach einen Minecraft-Account, um mehr Mod-Wünsche zu kriegen. Dumm. Ja, ja, klar. Sowas sollten wir halt dann unterbinden, finde ich. Aber, ich denke, dass dieses Thema, was wir beide bereden, am besten in einer großen Runde mit allen... Dürfen wir Erik exkludieren? Erik können wir erstmal exkludieren. Nee, weil ganz ehrlich, ich möchte trotzdem den Bann immer noch beantragt haben oder entweitlistet oder sowas, weil das ist immer noch ein No-Go. Für mich, sorry. Like, ja, die Sache ist halt, wenn wir die Map resetten, dann ist es ja basically, als wenn wir auf eine andere Version gehen oder whatever und damit ist ja basically, Ich verstehe das, aber du weißt, dass ich Erik hierher gebracht habe. Und ich möchte Erik nicht mehr hier haben. Ich sag's, wie es ist. Ja. Ich sag's auch vor der Welt. Ich bin offen dafür. Ja, ich finde es nicht. Sag das dann gerne auch nochmal in einer großen Runde. Genau. Dann fragen wir die anderen nochmal, weil ich finde, wir beide können zwar jetzt untereinander ausmachen, ich wollte eigentlich nur das Map-Thema, weil, wie gesagt,
ich würde die Map dafür aufgeben. Auch wenn ich. Ja. Ich, wie gesagt, ich muss mir einen Mod suchen, der irgendwie mir das ermöglicht, schneller zu terraformen. Vor allem aufzufüllen. Ab Terraform ging, nachdem ich den Atomic Dissembler hatte. Super gut, ne? Mhm. Also von Mechanism. Zum Beispiel, das ist zum Beispiel so ein Mod, den ich dann einfach behalten wollen würde, weil ich den Atomic Dissembler habe. So. Ja, ja, klar. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, ja. Aber das müssen wir dann, wie gesagt, nochmal in einer großen Runde besprechen. Ja. Und was mir dann auch wichtig wäre... Erik ist gerade den Server gejoint. Ich werde mal disconnecten vom Server. Und was mir auch wichtig wäre... Ja. Wichtig wäre... Und das sage ich jetzt als Serverbesitzer. Ja. Wir werden... Regeln einführen. Bin ich dafür. Wir werden konkrete Regeln einführen. Bin ich dafür. Und damit meine ich jetzt nicht nur nicht griefen, nicht gegen, nicht dies, das, tralala, ja. Sondern also wirklich richtige Regeln, wie man sie auch auf einem normalen Minecraft-Server kennt. Finde ich gut. Spawn ist für alle da, wird ja. Von keinem anderen bebaut, bis auf den Server-Owner. Außer oder der Server-Owner halt gibt was in Auftrag, zum Beispiel sowas. Oder so. Like oder du so. Sagst, ich soll irgendwie ein Baumhaus bauen oder sowas als Deko oder keine Ahnung, irgendwas. Dann zum Beispiel. Genau. Sowas. Spawn like, wird sowas. Nicht geclaimed. Wird ja. Nicht geclaimed. Ist und für es, jeden da. Ich hätte gesagt, Spawn ist ein Gemeinschaftsprojekt. So in der Art. Weil wir ja immer ja, unter uns aufmachen. In Anführungszeichen Gemeinschaftsprojekt. Like, du wirst nicht den Spawn alleine bauen, Marcel. Du wirst ja mit Anok trotzdem irgendwo ja. Anders bauen, weißt du? Klar. Das deswegen, so oder so. Weil dann würde ich sagen, in Anführungszeichen, like, das müssen wir auch mit allen besprechen, aber in Anführungszeichen Gemeinschaftsprojekt. Genau. Dass halt nur mit Rücksprache mit dir und allen anderen sozusagen da gebaut werden darf. Und dann halt nur genau. Im Sinne von allen und nicht von einem. So dass halt genau. Erik da eine Schiene hat, sondern dass man dann halt sagt, okay, wir bauen alle zusammen einen Bahnhof hin, wenn ich dann zum Beispiel aufbringe, ey Leute, wie sieht es eigentlich mit dem Bahnhof am Spawn aus? Auf sowas zum Beispiel. Genau. Ja, das finde ich gut. Aber das werden wir dann klären, auch ja. Was für Regeln wir einführen. Auch vor allem, was mir auch aufgefallen ist, wegen diesem ganzen, ich reiße es ab, weil es meine Ressourcen sind, das werden wir auch mit Regeln klären. Ja, bin ich dafür, dass einfach nichts abgerissen wird, Bestandsschutz oder sowas nennt man sowas dann. Also, außer eigenes Gebiet, wohlgemerkt. Like, wenn es neutrales Gebiet, weil sowas ist natürlich eine Bahnstrecke, wird immer mit irgendwelchen Ressourcen von irgendjemand gebaut werden. Es wird ja keine Serverbank geben, wo du Stahl herkriegst für eine Schiene, weißt du? Das heißt, irgendjemand wird dann immer Ideen. Sagen, halt, das sind aber meine Ressourcen, so auf die Art, weißt du? Und dann würde ich sagen, halt... Du nimmst mich auf Ideen. Ich baue ja, einfach ich bin eine für Serverbank. Ich bin für Plugins, Marcel. Dann können wir den Server offen machen und mehr Leute einladen. Ey, ich bin dafür. Du, ich bin auch für Plugins, nur das Problem ist, ich habe mit dem Immersive Dreck. Railroading... Mod besitzt, also mit Cam, 72 Cam, habe ich geschrieben ich gehabt. Weiß. Und er sagte zu mir, dass Immersive vertragen sich nicht besonders gut, ich weiß. Noch nicht mit Plugin, mit Plugin-Servern in irgendeiner Art und Weise kompatibel ist oder sich in irgendeiner Art und Weise verträgt. Ja, das ist und das Problem. Ist halt so die Sache. Plus, ich will nicht auf Traincraft zurück, Marcel. Ich will nie wieder auf Traincraft. Nee, man kann es natürlich testen mit Plugins, ja. Wie es sich verhält. Das können wir machen, weil Plugins sind ja auch an sich Mods, so, ja. Dass, Mods sind sie nicht. Aber du kannst die wie Mods, gibt es nicht Plugins, die wie du Mods verwenden kannst, irgendwie sowas? Nee, Plugins nicht? Sind einfach okay. Sachen, die... Nein, aber meine ich habe nichts gesagt, Mosse, alles gut. Die einfach obendrauf so gesagt liegen. Ja, ja. Aber was ich meine ist, wenn man am Ende merkt, dass es halt nicht geht, kann ja. Man die Plugins immer noch rausschmeißen. Das ist nicht wie Mods, wenn du die halt während des Laufens rausschmeißt, das dass du erstmal fette Scheiße hast. Ist, ja. Genau. Sondern Plugins sind ja so, dass die kannst du rein und raus machen, wie du fröhlich bist, während des Betriebes. Ja. Ja. Was ich auch noch. Was wir auf jeden Fall ein Problem haben, ist Marcel. Also das hier wird eine übelst lange Folge bei mir. Ich hoffe, es ist für dich okay, dass ich dich diese ganze Diskussion mit reinnehme einfach. Ja, ja. Okay. Das Problem ist,
wir müssen irgendwas machen, dass wir nicht so viele Welten haben. Weil der Server, ganz ehrlich, er hat Probleme mit sehr vielen Welten. Ja. Like, ich finde zum Beispiel, ich finde es super cool, dass es hier den Twilight Forest und sowas gibt. Aber irgendwas müssen wir machen, dass wir nicht so viele Welten haben. Was nicht möglich sein wird, ich weiß. Aber irgendwie ist es, das ist hart für den Server. Ich kann Nils nochmal fragen, ob wir vielleicht irgendwie dem Server nochmal ein paar mehr Ressourcen geben können. Nein, aber das soweit Problem ich weiß, ist, dass der Prozessor, glaubt, der Cap beim Prozessor liegt. Und der ist halt nicht upgradable, glaube ich. Ja, denke ich halt auch, dass es der sein wird. Das Problem ist nur, wenn du Chunks neu lädst. Also es ist nicht so bad, aber wenn wir halt dann zu 5 oder 6 am Anfang rumlaufen werden, wird der Server halt eventuell so 10-mal crashen. Ja, klar. Weil jeder in eine andere Richtung läuft. Natürlich, was auch sonst, weißt du? Like, wenn jeder in die gleiche Richtung laufen würde, wäre auch doof irgendwie. Dann wird es keinen Spaß machen, nachher alles miteinander zu verbinden, weißt du? Ja, irgendwie mit Wegen oder in meinem Fall Zugstrecken, weil ich immer noch Zugstrecken bauen möchte. Also es wird immer noch mein Ziel, mich mit Marcel zu verbinden auf Dauer. Weil ich hoffe ja, Marcel baut dann mit Immersive. Ich hoffe es ja. Like Marcel, ich hab ja angefangen. Ja, ich weiß. Und dann hast du die Motivation wegen EMC verloren. Genau. Toller Mod. Und ich habe halt, wie gesagt, am 4.5. auch immer noch meine Prüfung. Ja, ja, das verstehe ich auch alles. Alles gut. Bloß ich meine so allgemein, du hast schon noch Interesse in Immersive, oder? Also an sich habe ich ja Interesse auf das Modpack. So ist es nicht. Aber es ist halt einfach so, dass es halt ab einem gewissen Zeitpunkt, ja gut, kann halt basically alles dupen. Mache ich eine Maschinerie, die mir dann alles vom das Gedupte dann in das, was ich will, craftet und ja, dann, ja. Klar. Wobei perfekt. Stahl ist immer noch, Stahl war nicht automatisierbar. Konnte ich automatisieren. Habe ich automatisiert bei mir. Wie hast du die Kohle in die Dinger reingekriegt? guck mal bei Anuk und mir. Okay, muss ich mir mal anschauen, aber ist auch nicht Thema. Ist auch nicht Thema. Aber ich habe es automatisiert. 5, 6 Maschinen und die haben irgendwie pro Minute 2, 3 Stacks gemacht oder so. Nice. Also das war tatsächlich auch. Ja, bei mir war es halt semi-automatisch. Ich habe halt Eisen in eine Truhe gepackt. Das Eisen ist bei mir durchgelaufen, aber die Kohleblöcke wollten nicht rein. Ja, ja. Weiß nicht warum. Ja, okay. Gut, ich würde sagen, dann beende ich jetzt die Folge. Die nächste Folge wird dann wohl noch ein paar Tage auf sich warten lassen müssen. Da muss ich was anderes machen. Mal. Wir gucken mal, welche Mods wir und so nehmen. Genau. Gucken wir mal am Wochenende. Da haben vielleicht alle Zeit. Ich denke, das ist am besten. Nächste Folge. Vielleicht mit Ergebnissen. Vielleicht auch noch mal zum Abschied auf dem Server. Ich weiß es noch nicht. Ich habe noch keine Ahnung, was ich nächste Folge mache. Da wir jetzt die Map offensichtlich aufgeben, ist es schwierig. Wobei, ich habe tatsächlich letzte Folge schon drüber debattiert mit mir selber, ob es nicht sinnvoll wäre, damit ihr wieder mitspielt und so, einfach ein neues Modpack zu machen. Ja, ja. Deswegen habe ich das jetzt gerade auch angeboten, weil ganz ehrlich, an dem Punkt sehe ich ja keinen Punkt darin. Jetzt müssten wir uns einen riesen Aufwand machen, das alles wieder herzustellen. Da muss ich mir einen riesen Aufwand machen, die Schienen einmal abzureißen, wieder hinzubauen. Nur weil, um das getan zu haben einfach, ja, als Strafarbeit sozusagen, die ich aufkriege, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Aber ich würde es machen, wenn halt dann alle sagen, nee, wir machen keine neue Map, kein neues Modpack, dann würde ich es machen, ja, aber ja. Und dann ist das Thema Erik immer noch nicht vom Tisch. Richtig, und da müssten wir uns dann alle nochmal drüber unterhalten, was wir dann mit ihm schlussendlich dann tun, machen, ne? Na, das Problem ist halt, ich würde zum Beispiel nie wieder mit Erik zusammenspielen wollen. Aufgrund dessen, was gerade passiert ist.
Ist ja auch dein gutes Recht und vollkommen. Gut, es war bei dir mal das gleiche der Fall, ne? Marcel, ich erinnere nur an Traincraft. Ganz alte Zeiten. Aber da das ist zum Beispiel, schon. Da ist bei mir ist halt insofern kein Schaden zugefügt worden. Insofern, dass die Staff-Member den Server halt das alles mit Creative wieder hingebaut haben. Deswegen war es mir da egal, weißt du? Ja, ja. Like, du hast den Bann kassiert, okay. Die Klatsche habe ich kassiert. Die Klatsche hast du kassiert, aber hey. Ja. Ja, aber gut, dann würde ich sagen, nächste Folge. Vielleicht frage ich alle, ob sie mit in der Folge sein wollen. Und wir machen einen großen Stuhlkreis. Ja, kriegen großen Teamspeak-Stuhlkreis. Ja, ich habe. Genau, das kriegen wir irgendwie. Ja. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Die Folge war, by the way, 41 Minuten lang. 41 Minuten. Und ein paar zerquetschte Sekunden. Bis zur nächsten Folge! Jetzt aber wirklich!